Hey, meine kleinen Killerschweine, willkommen zu Alle. Minecraft, Masterbuilders mit dem Klausi, mit dem Zombie und dem Maudadi. Halli! Halli! Halli, ich bin Maudadi! Ihr kleinen Grützi, jupp mal! Okay. Ich rede nicht gerne. Achso, wir bauen eine Türmatte, glaube ich. Wollen wir mal googeln? Also, nee, hab ich schon. Weil ich mir nicht sicher war, ob wirklich so ein dummer Begriff kommt. Wie er das echt noch googeln muss. Hey, findet ihr nicht, dass es ein merkwürdiger Begriff ist zum Bauen? Nee, also gerade das Gras zum Beispiel, den Begriff fand ich viel besser. Gras. Alter! Ja, da stimme ich dir zu. Gras ist echt ein super Alter, wer kam auf die Idee? Wer kommt denn auf die Idee? Boah, komm, das wäre jetzt geil. Ich würd's ja gut finden. Hätten wir das genommen, aber irgendwer wollte das nicht. Das muss man sich halt mal wirklich festhalten. Das ist nicht hier irgendwie vom Computer generiert, sondern hier sitzen Menschen hinter, die machen sich Gedanken, was würde da passen. Und dann kommt man auf Gras. Begriff Gras. Und es ist auch nicht Weed, sondern einfach Gras. Ja. Also es ist noch nicht mal irgendwie so ein 420-Joke oder so. Blätzit, Motherfucker. Oh, das wird richtig schön aussehen. Was habt ihr denn für eine Türmatte vor eurer Tür? Erzählt mal. Eine braune. Ich? Du, ja genau du. Habe ich eine? Ich glaube, ich hatte mal eine, aber die ist irgendwann verschwunden. Ist das eigentlich was Universelles oder nur was in Europa? Keine Ahnung. Ich hab einfach so einen Klumpen. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Ich war bei der Wohnung dabei, also es ist ja eine Mietwohnung. Und dann war das so eine ganz neutrale graue Matte. Und Zombie? Ich habe so eine schwarze mit so Borsten, die ultra cool ist und meine Schuhe so sauber macht. Mehr wenn ich willst du vielleicht eine Firma noch nennen? Eine Sekunde sauber. Willst du eine Firma nennen vielleicht? Ja, die Firma ist mein Mund. Ach. Oh, die nimmt das in ihren Mund, um es sauber zu machen. Ja, Service. Funktioniert perfekt. Wow, ist meine Türmatte hässlich, die ich gebaut habe. Fuck, mein Maudado hat schon wieder gewonnen. Also, ich habe auf keinen Fall gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich kann ja mal raten, was du baust. Baust du Kirito, der die Tür öffnet? Nein. Das ist eine gute Idee. Oh, wenn ich das noch hinbekommen würde. Mann, wieso machst du das denn nicht? Du hast es doch gerade die ganze Zeit angekündigt. Ja, nee, ich muss sagen, Sachen in Minecraft auf den Boden zu schreiben, ist ultra, braucht irgendwie ultra lange. Genau. Also willst du sagen, du kannst nicht lesen und nicht schreiben? Oder, ja, oder? Richtig, in Minecraft. Also gut finde ich auch, dass ich gerade das in einer Dimension baue. Ja, eben. Das ist so lächerlich. Es ist gerade so groß, das glaubt mir kein Mensch. Ja, das Problem ist, dass man halt in die Fußmatte schreiben will und dann muss man die Tür anmachen. Ja, oder ein Muster oder so. Man muss die Fußmatte gigantisch machen. Ach Mensch, das ist doch echt schön. Das ist so dumm. Also ich finde, der Begriff ist einfach... Also sorry, da ist der Begriff schuld. Nicht ich. Nicht Danke wir, Leute. Dado. Nicht wir. Ja, das Wort ist schuld. Ja, Mensch, ich hab Mensch! Was ist das? Man erkennt, was ich bauen wollte, aber was habe ich da gebaut? Oh, was ist das? Oh, Klaus. Oh. Das, als würde ich jemanden mit so einer Frisur bauen. Ich bitte dich, ich mache immer Klaus. Lange nach hinten fallende Haare. Ich gebe dir ein Okay. Ja, ich habe auch ein Okay gegeben. Ja, ich muss sagen, die Fußmatte erkenne ich nicht wirklich als Fußmatte. Ich gebe eine Mäh. Das ist nicht deins? Nein. Das sah halt 1:1 aus wie deins. Oh, das ist aber gut. Sup. Hey, Sup, was bedeutet das? Was ist das hier unten? Das soll ein Hund darstellen. Ach, so eine Hundeklappe. Ach so, oder ein Hund. Oh, ich hab dich nicht bewertet. Ich hab dich nicht bewertet. Ich wurde nicht schlecht bewertet von Manu Baba. Oh, was ist denn da? Guck mal, da ist Kirito, der durch eine Tür kommt. I love Anime. Oh Mann, ey, ich hätte nur Okay gegeben. Aber das Herz ist voll gut geworden. Eine Fußmatte, wo Füße auf einer Matte sind, das finde ich jetzt irgendwie schon lustig. Also ist irgendwie sehr minimalistisch, aber irgendwie geil. Ich glaube, ich würde es gar nicht erkennen. Das war richtig langweilig. Ja, aber ja. Ich finde es irgendwie lustig. Hast du einen Dorfbewohner gemacht, Zombie? Nee. Habe ich überlebt, aber keine Zeit. Achte, das alles ist eine Fußmatte Biko. Und da hat Welcome draufgeschrieben. Nee. Ach so. Der ganze Boden ist die Fußmatte. Ah. Ist eine gute Idee, okay, aber... Okay, ich finde die Idee cool. Das bekommt ein Okay. Aber halt nicht gut. Das hat ein Okay verdient. Mann, ist das geil. Okay. Okay, das tut mir leid. Pizza? Leute, das bin ich. Bitte. Okay, ich gebe dir den Awesome. Ja. Okay, ich denke, ich platze.
Oh, oh. BTF. Das, oh, Alter, das sieht aus, als hätte dein Herz auf mein Puls geschissen. Ja, genau. Oh. Hä? Oh, ein Thron? Aber warum geht die Tür... Achso, die Tür ist innen. Ja, eine Fußmatte. Hä? Ja, aber warum innen? Man will den, das gibt's auch. Wir, also, haben das auch. Wir haben auch eine innen, aber nee. Wir haben eine vorne und innen. Ach so, echt? Ich glaube, wir auch. Ja, bei meinen Eltern. Aber ja, bei den Hunden beides. Braucht man das auch. Ah, ja. Das ist immer, okay, so eine riesige. Okay, also das ist, ich würde sagen mal, ist ja bleeding, ne? Also das ist ja irgendwie... Tür, ein Aufgang mit einer Matte. Also nee, aber guck mal, wäre es da nicht sinnvoll, bei manchen Begriffen mehr Zeit zu geben? Ich habe mir mehr Zeit mit der Tür gelassen. Also, ich muss sagen, das kriegt als einziges ein Gut. Was? Ja, weil das gut, vollständig ist. Das ist eine vollständige Story. Aber, nicht aber da fehlt Kirito. Und es wird das Text ist nicht vollständig. Der Text ist nie symmetrisch bei Türmatten. Zombie. Ja, ich hab gewonnen! Ich wusste es. Ich wusste es. Alter, ich bin nicht letzter. Und Maudad und ich, wir haben uns den Platz geteilt. Das ist, ich hab so dir auch. Süß. Wow, everything is awesome. Zombie, glaube ich, auch. Oder? Hier? Ja. Boah, Alter, wie wenig Punkte hatte ich denn? So, Leute, da sind wir schon wieder. Heute bauen wir die Turtle. Hallo. Kannst du mal aufhören, mir meinen Text wegzunehmen? Ja. Sag mal. Nee. Also wolltest du ihm nachsprechen, wenn... Na, was? Genau. Genau, Leute, genau. Genau. So, und von Maudado erwarte ich jetzt eine bestimmte Sache. Wenn die nicht kommt, dann, nee, ja. Ich werde deine Erwartung nicht weiter erfüllen. Doch. Muss ich der Schildkröte jetzt ein Villager-Gesicht geben oder sowas? Ja, ja, du sein, eben, genau. Das ist die Erwartung an dich. Oh Gott. Also, vielleicht erwartest du das ja tatsächlich. Das, was du da gerade machst? Ja, ich weiß also, aber nicht was. Aber ich glaube, ist doch klar, was ich erwarte, oder nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Tariko. Was? Keine Ahnung, ich hab den Namen von dem Typen wieder vergessen. Kirito. Kirito ist... Nein, den, also den so knapp war es. War jetzt nicht so weit weg, als hätte man nicht da drauf kommen können. Doch. Also, ich will eine Kirito-Schildkröte. Nein. Okay, nein, meint jemand so einen Koopa aus Mario? Ja, danke. Okay, gut. Wenigstens ein. Oh, Mann. Ja, das... Oh. Ja, jetzt brauche ich ihn nicht mehr machen. Jetzt weiß jeder, dass er mir ist und dann wird wieder schlecht bewertet. Nee. Krass, so sind wir nicht. Ich aber. Wie macht die Panzerfarbe? Was, eine Hausaufgabe? Ich habe den Harded Clay genommen. Ich hab grad was geschafft, das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Ich habe zu klein gebaut. Das kann nicht sein. Das könnte bei mir auch passieren. Also ich habe halt viel zu klein gebaut. Das kann nicht sein. Doch, Klaus. Offensichtlich kann das sein. No way. Wer bist du? Was hast du mit Manu gemacht? Gib uns den richtigen zurück. Ja, mit den Einweisen? Ja, genau daran hatte ich gerade auch gedacht. Ich glaube, es wird Zeit. Weiß mich ein. Aber das jemanden, der so verrückt ist, aufzunehmen, wäre bestimmt lustig. Das stimmt, ja. Also gut, dass wir ganz normal sind, ne? Ja, eben. Nicht? Ich hab mich gerade verklickt. Oh. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Ultra lustig. Hast du die Leute falsch weggejittert? Kannst du unter meinen Satz lustige Musik legen? Ich hab mich gerade verklickt. Okay, mach ich. Auch gute Idee. Der war auch, jetzt wo ich drüber nachdenke, lol. Ja, danke. Na komm, dann mach ich's nochmal so, damit die Leute ein bisschen Fun haben in ihrem Leben. Das ist ja auch wichtig, ne? Das stimmt. Okay. Jetzt, wenn ich einen Villager draus mache, darf ich aber nicht symmetrisch bauen, Klaus. Das darfst du mir nicht böse nehmen. Okay. Oh nein. Hey, vor allem, ich hab dir das vorhin gar nicht böse genommen. Er hat ja auch Klaus gesagt. Ja, ich weiß, aber Klaus, weiß ich nicht, gibt einfach nichts drauf. Der hat keine Ahnung. Boah, also ich bin eigentlich zufrieden, aber irgendwie ist das so leer. Irgendwie gibt mir das hier nichts. Es ist komplett basic. Fuck, oh, bin ich fertig also geworden. Es ist echt nicht schlecht, aber... Meins schon. Ah, fuck. Langweilig. Ha! Oh! Alter, dem gebe ich ein Gut. Ich komme einfach nicht der mit Der bekommt ein Gut. Klar. Ich auch. Der sieht lustig aus. Ja. Die Farbe, also ich glaube, ich hätte Keramik genommen, Klaus. Ja, aber das Gelb, ich wollte den Panzer von der Haut absetzen. Ach so. Ja. Deswegen. Weil es ein ähnlicher Ton ist. Ja. Alter! Der hat die Erde auf seinem Rücken. Die sieht gut aus. Wie der die Erde auf. Ach so. Ah. Ach, lol. Lol, die Wahrheit. Das ist amazing.
Das ist amazing. Das ist ja! Du hättest nicht schweigen müssen, Mautano. Sobald die Erde auf dem Rücken ist, müssen wir. Ich hab mal erst verstanden, der hat Erde auf dem Rücken. Das, hä? Ja, dachte ich auch. Ich verstehe das nicht. Ja, ich verstehe es. Also, Meister Bleeding. Schön gebaut, Manu. Awesome? Es platzt nicht, ja genau. Oh, der hat wenigstens einen Kopf kriegen können. Ist das der Kopf? Der Dummkopf. Nee, ist der Schweif, oder? Ah, Mist, die haben ja einen Schwallig, ne? Aber vielleicht haben die den Kopf eingezogen. Ja, der Kopf ist eingezogen. Also, die Turtle sieht gut aus, aber irgendwie fehlt da was. Mist. Oh. Zwei. Oh. Ein Turtle aus. Aber die haben keinen Schwallig. Doch, haben die unter dem Panzer. Die haben den haben sie eingezogen, aber das stimmt nicht. Ich kann unter denen gucken. Es leckt so, ich kann nicht voten. Gib einfach ein Gut. Ja, gut, ich hab's gesehen. Ich hab dich beobachtet. Oh Gott. Die sieht aber trotzdem... bis aufs Gesicht. Aber ist der Dorfbewohner, oder was? Nein. Also Wolle ist jetzt aber irgendwie auch... Keine Ahnung. Bekommt okay, Zombie. Das leckt so. Ihr seid immer schon drei Dinger weiter. Bisschen. Oh, der guck mal, der hat die Beine eingezogen. Alter, was hat die für einen Kopf? Ja, aber es wirkt voll süß. Ja, schon, aber der Kopf ist irgendwie ein bisschen verstört. Ich hätte nur den Panzer irgendwie dunkler gemacht. Ich gebe mal ein okay. Also, das ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie das Verhältnis ist merkwürdig. Ist schon assi. Oh, Alter, amazing. Wie überfahren, was? Mal wie platt die ist. Und wo ist dann das Blut? Das wird weggewischt. Nee, warte mal, was erzählt denn das für eine Story? Ich verstehe den Plot nicht. Nee, das soll doch. Damn, this is good one. Okay. Hat er das selber gebaut? Ja. Nice! Hä? Ja, okay. Die hat alles eingezogen. Ach so, die ist, ja, okay. Außer die Beine, das gibt keinen Sinn. Meister Bleeding, nein. Stimmt, das macht keinen Sinn. Das die Beine sind einfach unten drunter, sieht man doch. Ja, aber die ziehen die auch ein, wenn die Schiss haben. Ja. Vielleicht hat die keinen Schiss. Und der lief sogar, der Typ von eben. Alter, die hat auch. Das ist sick. Die hat alles. Die hatte so viel Angst, die hat ihren Panzer verlassen. Das ist eine UFO-Schildkröte. Ja, Alter. Ja, okay, also das ist ein Everything is awesome. Da kann ich echt gar nicht. Also, ich hätte halt den Boden verändert, aber... Ja gut, ja, den Boden ändere ich nie irgendwie. Schon. Die Klicks. Das ist echt cool. Aber ich glaube mal da drauf. Und? Hä? Was? What? Was? Ja, Mann, ich bin nicht für cool. Jemand, der nicht mal einen Schwanz hat... Der hat den Schwanz eingezogen. Das stimmt. Warte mal, Klaus hat mir ihn gut gegeben. Ja. Und Mordado und Zombie? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt gewertet gewotet habe. Ich wusste nicht mal, dass es da ist. Ich glaube, ich habe dir ein okay gegeben. Ich habe, glaube ich, auch ein okay gegeben, weil ich es ein bisschen langweilig fand. Ja, es war langweilig. Habe ich ja selber gesagt. Aber die anderen fanden scheinbar wow. Ich fand es auch gut. Also wirklich bis aufs Schwänzlein. Jetzt hasse ich mich, Alter. Warum kommt denn jetzt Pillow? Wir können alle ein Kirito-Pillow machen. Was ist Kirito? Ich war Puffy. Nee, komm, das war's. Sorry, Leute, ich geh jetzt weg. Dann bewerte mal den Part, schaut in die Beschreibung, da sind die verlinkt. Bis bald. Tschüss.